Ich bin fast gestorben. Vor 7 Wochen bin ich fast gestorben auf der Autobahn. Ich habe den Porsche geschrottet. Über 200.000 Euro. Totalschaden. Einfach weg. Und es ist eine Situation, mit der muss man erstmal klarkommen. Und hier ist ein riesen Learning für dich dabei. Und zwar zum Thema Selbstkontrolle. Wie du dich selbst richtig kontrollierst und deine Emotionen auch in Extremsituationen managen kannst. Und wie ist es dazu gekommen? Ich bin ganz normal auf der Autobahn gefahren. Es war die Zeit, wo es immer wieder so geregnet hat. Dann war es mal wieder trocken, dann wieder Regen, dann wieder trocken. Jedenfalls hat es geregnet an dem Tag. Ich war unterwegs und bin auch ganz normal gefahren, weil wenn es so regnet, dann musst du vorsichtig fahren, gerade mit einem Supersportwagen. Aber auf dieser Strecke, und die ist wohl bekannt, so sagte mir später ein Polizist, herrscht immer Aquaplaning. Das wusste ich aber nicht. Ich fahre also und wie aus dem Nichts schwimmt das ganze Auto. Also ich fahre und auf einmal geht's und ich merke so, scheiße, ich habe gar keinen Halt mehr. Also schlägt er aus, erst zur einen Seite, dann zur anderen Seite, obwohl ich den Wet Mode anhatte. Ja, ein 992 Turbo hat einen Wet Mode, womit er eigentlich auch unter nassen Straßenbedingungen guten Halt hat. Hatte er aber nicht. Es war extremes Aquaplaning, konnte man aber nicht sehen, weil es so geregnet hat. Und schlägt aus, schlägt wieder aus. Dann habe ich gedacht, okay, der fängt sich jetzt wieder, weil ich mittlerweile auf beiden Bahnen unterwegs war. Schlägt wieder aus und dann dreht er sich aber. Er dreht sich und hier ist die Leitplanke. Ja? Aber es ging dann nicht mehr rum, sondern es ist einfach nur gerutscht. Und in diesem Moment wusste ich, scheiße Mann, ich baue einen Unfall. Und bin so bam in die Leitplanke rein und durch diese Wucht, bam, so wieder rum, ist mir bis heute unerklärlich, so rum, aber nicht in die Leitplanke, sondern wieder im Kreis gefahren, bam, nochmal da in die Leitplanke rein. Alles hat gequalmt, das Auto am Hupen, Notruf ging sofort an und ich total unter Schock, weil ich dachte mir, ich hatte bei dem Unfall ehrlich gesagt, also als ich wusste, ich fahre in die Leitplanke rein, hatte ich nicht die Angst. Die Angst hatte ich dann, als ich bam vorne wieder frontal rein bin und wusste, hey, hinter mir waren bestimmt Autos und wenn jetzt einer reinknallt, dann ist Game over, dann war es das. Ich also unter Schock, auf einmal schon eine Frau irgendwie vom Notruf dran, ja hier bla bla und ich denke mir so, scheiße Mann, da kannst du jetzt nicht antworten, du musst hier raus aus dem Wagen. Alles am Qualm, wie gesagt, am Hupen und ich versuche die Tür aufzumachen und die ging nicht auf. Die ging einfach nicht auf. Dann habe ich gedacht, scheiße Mann, und man ist ja so voller Adrenalin in diesem Moment, ich muss diese scheiß Tür aufbekommen, also ich, bam, mach die Tür auf und zack, kommen 10 Leute mir entgegengerannt und das war auch schon die erste Erleichterung, weil ich mir dachte so, boah, zum Glück ist hier jetzt kein anderer, der noch hinterhergerutscht ist, der noch reinrutscht, der mich tötet. Und da hatte ich wirklich, ich war zwar immer noch unter Schock, ja, aber da hatte ich wirklich so dieses Gefühl von, pff, es ist alles gut gegangen. Und zwischenzeitlich noch, der Turbo hat ja den Notruf gewählt, war da noch eine Frau dran, dann habe ich noch kurz gesagt so, hey, hier, die Polizei wurde schon alarmiert. Ich muss jetzt hier raus aus dem Auto, weil ich dachte, keine Ahnung, vielleicht fliegt das gleich in die Luft oder so. Ich also raus, die Leute auch super nette Leute, super, super nette Leute. Und dann sind wir zur Straßenseite und das ging wirklich zack, zack, zack. Also in Kürze kamen 3 Feuerwehrautos, 2 Polizeiwagen und 2 Krankenwagen. Und mir ist nichts passiert. Nichts passiert, weil ihr könnt euch das nicht vorstellen. Du sitzt in diesem Auto, ja, und als die erste Leitplanke reinging, bam, alle Airbags auf. Also wirklich, dieser 911er, der ist so sicher und da bin ich so dankbar für. Das ist einfach geil. Also vorne, oben, links, rechts, aus den Sitzen, überall kamen Airbags und ich saß die ganze Zeit so da. Und so bin ich dann auch nachher nochmal frontal dagegen. Aber ich war sicher. Ich war wirklich sicher, auch wenn das Auto Totalschaden ist. Und du siehst es hier vielleicht in den Bildern. Es ist einfach am Arsch. Jedenfalls sind wir dann rausgegangen, dann kam Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter, dann die Formalitäten und ich gucke das Auto nur so an, ich kann mich noch ganz genau erinnern, hier kann man dieses Bild einblenden, wo ich so frontal das Auto sehe und ich bin so an der Leitplanke und denke mir so, scheiße, mein Traumauto, was ich mir vor einem Monat gekauft habe, ist einfach Schrott, es qualmt. Ja, die ganze Zeit Qualm hoch, das Ding am Hupen, am Blinken. Und ich denke mir einfach nur, scheiße, Mann.
Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Jetzt kommt der Moment, wo dein Verstand anfängt, die Situation zu bewerten. Und das ist das, wo viele aussteigen. Nicht nur bei einem Unfall eines solchen Schweregrads, sondern auch bei Herausforderungen im Business oder privaten Herausforderungen. Du musst dir bewusst darüber sein, wie dein Gehirn funktioniert in solchen Momenten. Und in diesem Moment sehe ich ja mein Traumauto und denke mir so, nein, Mann, das kann nicht sein. Ein Monat, ich war so happy. Das ist so ein geiles Auto. Und es ist ja nicht nur das Auto. Es ist ja nicht nur der 911er Turbo, der da steht. Es ist der Struggle, die Schmerzen, die Herausforderung, der Lebensweg. Wenn du dir einen Traum erfüllst, dann ist es all das, was er für mich repräsentiert hat. Und dann siehst du ihn da im Rauch. Und genau in diesem Moment musst du schalten. Du musst dir bewusst darüber sein, dass dein Verstand die Situation bewertet. Und da ist jetzt extrem entscheidend, wie du dich selbst kontrollierst. Und hast du dieses Konzept, dieses Framework mit an der Hand, wie du dich managst in so einem Zustand. Ich hätte mich jetzt also auf der einen Seite fertig machen können. Hätte mir sagen können, boah, scheiße, du Idiot, warum bist du nicht noch langsamer gefahren? Warum hast du das nicht gesehen? Jetzt hast du dein Auto geschrottet, jetzt bist du wieder ohne Auto und so weiter und so fort. Mich hätte es auch emotional komplett ficken können, im Sinne von Frustration, Wut auf mich selbst, Ärger, ja, was das für ein Rattenschwanz mit sich zieht. Aber da habe ich mich bewusst gegen entschieden, weil der Raum zwischen Reiz und Reaktion, was wir in der Psychologie immer versuchen zu vergrößern, also der Reiz ist etwas, es passiert etwas und den Moment, wo wir reagieren, den zu vergrößern, in diesem Raum entsteht die freie Entscheidungswahl. Und zwar die Entscheidung, mit dieser Situation auch anders umzugehen. Und was ich mir gedacht habe, das Erste dann, war, das Leben passiert für mich. Okay, ich sag's immer wieder, das ist der wichtigste Glaubenssatz, den du haben kannst. Ich sitze da also an der Leitplanke und denke mir, da ist der Struggle, da ist mein Herzblut. Das repräsentiert all das, was ich mir aufgebaut habe. Und ich denke mir, hey, das passiert für mich. Es passiert für mich, dass ich heute an diesem Tage einen Unfall habe mit Aquaplaning, Totalschaden, über 200.000 Euro weg in den Sand gesetzt oder in die Leitplanke. Und es passiert für mich. Was daran passiert für mich? Was kann ich jetzt tun, damit ich besser drauf bin? Damit ich daraus stärker hervorgehe? Was sollte mir diese Situation lehren? Was kann ich jetzt tun, um mich instant besser zu fühlen? Und das Erste ist, zu sehen, dass es für mich passiert. Da fühle ich mich direkt besser, anstatt mir zu denken, scheiße, warum ich, warum mir? Da ist ja so viel Herzblut drin, Kann man mal machen, kann man auch mal zulassen. Ich sage nicht, dass man Emotionen unterdrücken oder verdrängen sollte. Das darf man auch zulassen. Aber es geht darum, den Switch zu machen. Und als ich das dann durchgegangen bin, habe ich gemerkt, hey, ich kann es auch mit Humor nehmen. Jetzt wartet etwas Besseres auf mich. Jetzt soll mir diese Situation zeigen, dass das Leben noch kostbarer ist, als ich es mir vorher schon gedacht habe. Weil es kann in einer Sekunde vorbei sein. Es hätte mir einfach nur einer reinrasen müssen und ich wäre weg gewesen. Und ich hätte mich jetzt lange Zeit an diesem Gedanken aufhalten können. Habe ich aber nicht gemacht. Stattdessen habe ich mich andere Fragen gefragt in erster Instanz und dann in zweiter Instanz auch direkt geschaut, wie kann ich jetzt mein Verhalten anpassen? Was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht? Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Klar, wir haben jetzt noch gewartet, die Leute waren auch bei mir, aber das Erste, was ich gemacht habe, um das Ganze mit ein bisschen Humor zu nehmen, Chancen erkennen. Und zwar die Ersthelfer, die da waren, die waren super, super korrekt. Ein junger Typ mit seiner Freundin und ich habe ihn direkt gefragt, ich so, hey, erstmal danke dir, dass du da warst, dass du dich hier gekümmert hast, direkt Polizei gerufen hast. Brauchst du nicht einen neuen Job? Ich suche immer in verschiedenen Bereichen. Und da habe ich erstmal so angeguckt. Ich glaube, dem war das auch nicht klar. Und dann haben wir aber Nummern ausgetauscht. Und so habe ich wieder die Möglichkeit genutzt, einen Mitarbeiter zu finden. Das war das Erste. Und Feuerwehrwagen, Krankenwagen und so weiter waren ja alle da. Und dann haben die gesagt, hey, hier, Herr Schmidt, kommen Sie mal bitte mit, wir müssen Sie durchchecken und so weiter. Ich in Krankenwagen, Blutdruck gemessen
haben mich gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob ich mitkommen möchte ins Krankenhaus. Ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht. Dann haben die gesagt, oder der eine, ich weiß leider nicht mehr seinen Namen, er sagt so, Herr Schmidt, Sie hatten richtig Glück. Wissen Sie, auf dieser Strecke hier ist oftmals Aquaplaning und die meisten davon enden tödlich. Die meisten davon enden tödlich. Und ich denke mir so, ich habe so geile Schutzengel und ich lasse diese Situation dann nicht an mich ran. Weil man könnte jetzt wieder denken, boah krass, ich hätte sterben können, hätte Fahrerkette, ist doch sowieso vergangen. Ich bin doch dankbar, dass ich noch lebe, dass ich atmen kann, dass ich hier sitze, dass ich nicht ins Krankenhaus muss, dass ich nicht auf da rausgeschnitten, rausgezogen werden muss, whatever. Und da fängt der dritte Schritt an und das ist das Akzeptieren. Akzeptieren, was ist und zwar möglichst schnell. Die haben dann auf jeden Fall Blutdruck gemessen, haben gesagt, ja, alles super, hier müssen Sie noch unterschreiben, dass Sie nicht mit ins Krankenhaus wollen, aber seien Sie sich sicher, Herr Schmidt, es ist sehr, sehr oft so, gerade bei dieser Schwere des Unfalls, dass man am nächsten Tag spätestens extreme Schmerzen hat und wenn irgendwas ist, kommen Sie bitte ins Krankenhaus, okay? Ich so, okay, ich werde aber nichts haben. Da war ich mir zu 100% sicher drin und habe diese Situation dann angenommen, wie sie ist, habe sie akzeptiert, dann wieder Polizei noch ein paar Formalitäten klären und dann mit dem Abschleppdienst sind wir dann zu dem Abschlepphof und von dort aus geht der Porsche dann zum Porsche-Zentrum. Da kommt ein Gutachter und macht dann alles Weitere. Auf dem Weg dahin fragt der Mitarbeiter vom Abschleppdienst mich so, hey, hier, wie sieht's denn aus? Willst du eine Zigarette? Ich so, nein, danke, ich rauche nicht. Ja, das hätte hier wirklich tödlich enden können. Ich bin ja oft hier, gerade dann, wenn es viel regnet und die meisten enden dann tödlich. Da ist die Autobahn aber auch erstmal gesperrt. Sie hatten wirklich richtig Glück. Aber ist ja nur Blechschaden. Ist ja nur Blechschaden. Ich so, ja, ist nur Blechschaden. Und er hat dann gefragt, hey, was machen Sie denn jetzt? Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt boxen. Und er guckt mich so an, ja, wie... Wollen Sie sich nicht ausruhen und so nach einem Unfall, da hat man dann meist Schmerzen und so weiter. Ich so, nein, ich gehe jetzt boxen. Long story short, Uber angerufen, dann bin ich von dem Unfallort aus oder von dem Schrottplatz aus 2 Stunden in meine Heimat gefahren und habe meinen Personal Trainer angerufen, habe gesagt, hey, jetzt geht's ab, boxen. Hatte dann auch glücklicherweise Zeit. Und da ist es ganz, ganz wichtig, weg von dieser Situation zu kommen und einfach mehr Raum zu schaffen und auf andere Gedanken zu kommen. Und da konnte ich dann, pap, 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 war eine geile Einheit. Und ich konnte meinen Kopf komplett ausschalten. Und ich war getrennt, abgekapselt von dieser Situation, um sie dann noch mehr aus der Beobachterperspektive zu beurteilen, zu bewerten. Als ich danach dann zu meinen Eltern gefahren bin, habe ich denen dann auch davon erzählt. Die waren natürlich erstmal so, was und so. Habe ich gesagt, nicht so schlimm, mir geht's gut. Ich war jetzt auch beim Boxen und alles. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das mit dem Porsche, das ist schon, ja, das wird jetzt schon geregelt. Und ab dem Punkt war das Thema auch für mich gegessen. Natürlich gab es noch weitere Formalitäten, die man hat klären müssen mit der Versicherung und so weiter. Das hat sich aber jetzt nach 7 Wochen auch alles geklärt, was gut ist. Und jetzt kaufe ich mir einfach meinen Traumwagen nochmal. Nur besser, weil das Leben passiert für mich und auch für dich. Was lernst du jetzt noch daraus? Ich habe dir die Schritte mitgegeben, wie du bessere Selbstkontrolle hast. Und an der Stelle ist es auch wichtig zu wissen, im Business ist es genau das Gleiche. Du kannst immer fokussiert auf die Probleme sein. Du kannst dich nicht so gut managen können und dich nicht so gut kontrollieren können. Und dann wirst du aber im Nirvana versinken und dein Business hinrichten. Oder du arbeitest an dir und wie du mit solchen Situationen umgehst. Weil nicht nur mir passieren Scheißsituationen, sondern auch vielen Agenturen, Beratern, Unternehmern da draußen. Die Frage ist nie, was dir passiert, sondern wie du damit umgehst. Und das ist ein Skill, den du lernen kannst. Und genau solche Sachen, genau auf sowas, so ein Skillset, darauf wirst du trainiert bei Umsetzer. Damit du nicht im Reaktionsmodus bist, damit du nicht emotional gefangen bist, sondern eine absolute Maschine wirst und in jeder Situation die Macht hast, besser zu agieren, besser zu performen und nicht irgendwie Tage, Wochen mit Nonsens verschwendest, dich abfuckst oder emotional nicht so gut drauf bist. Dafür ist das Leben zu kostbar. Dafür ist das Leben lebenswert. Mach was draus. Weil wofür bist du angetreten? Damit du im goldenen Hamsterrad oder im Iced-Out-Hamsterrad die ganze Zeit ackerst, 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 nur um dann irgendwann mal im Urlaub zu fahren und dir vielleicht mal was zu gönnen? Es kann so schnell vorbei sein. In einer Millisekunde. Und ich klopfe mal hier auf Holz.
Ich hoffe es nicht. Ich wünsche dir nur das Beste. Aber sei auch im Business darauf gewappnet, dass irgendeine Scheiße passiert. Weil die wird passieren. Es geht nicht so. So ist Erfolg nicht. Es geht immer so. Du musst nur dafür sorgen, dass die Höhen immer höher werden und die Tiefen nicht ganz so tief, sondern auch ein bisschen höher. Damit du immer Progress machst, damit du wächst, aber auch auf diesem Prozess hier Spaß hast, dass es Freude macht und dass du dich nicht aus solchen Situationen oder irgendwelchen Situationen, die dir widerfahren, aus der Bahn bringen lässt. Dafür ist das Leben wirklich zu kurz. Du hast dieses Leben hier einmal, aber wenn du es richtig machst, ist auch einmal genug. Wenn du Bock hast, dein Business mit Spaß, mit Freude, mit Leichtigkeit zu gestalten, wenn du Bock hast, dich selbst zu trainieren und dass egal, was auf dich zukommt, du es handeln kannst, du eine absolute Maschine bist, dass du die Person bist, die es verdient, ihre Ziele zu erreichen, dann lass uns mal sprechen. In einem Umsetzergespräch sprechen wir beide 1:1 über deine individuelle Situation und wir schauen, was deine blinden Flecken sind und wie wir dich zu deiner 10x-Version trainieren können. Erfolgreiche Unternehmer haben Selbstkontrolle gemeistert. Sie lassen sich nicht lenken, sie sind nicht ständig am Reagieren. Sie können sich selbst kontrollieren. Und ich fordere jeden Einzelnen heraus, sich in schwierigen Situationen ab sofort anders zu verhalten. Und wenn du merkst, du kannst das noch nicht, du kannst deinen State nicht managen, da fehlt noch irgendwie was, du hast noch irgendwie Probleme dabei, wenn irgendwas Schwieriges passiert, dann lass es mich wissen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo ich meinen Traumwagen nochmal gekauft habe. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Sei dankbar, dass du hier bist. Du lebst dieses Leben ein einziges Mal. Also mach was draus. Mach das Beste aus dir. Und hol dir alles, was dir zusteht. Mach's gut. Ciao.